Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserer Mittagspause Daten für das intelligente Quartier. Die Tagesordnung, die kennen Sie alle. Nach einer kurzen Begrüßung wird Frau Erbstößer einen neuen Report der Technologiestiftung vorstellen, den anschließend drei Experten, Expertinnen, die in dem Thema selbst tätig sind, kommentieren werden. Ich darf dann als erstes Frau Erbstößer das Wort erteilen. Anne-Caroline Erbstößer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Technologiestiftung Berlin. Sie ist Architektin und Innenarchitektin. Bei der Technologiestiftung hat sie von Anfang an das Thema Smart City aufgebaut und eine Vielzahl von Reports dazu publiziert, darunter einen zum Zusammenwachsen von Smart Home Technologien und Technologien des Gesundheitswesens, zum Produzieren in der Stadt, zur technischen Gebäudeausrüstung und zuletzt zu Daten für intelligente Quartiere, zu denen wir jetzt mehr hören werden. Frau Erbstößer hat das Wort. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle da sind und mit uns Ihre Mittagspause verbringen werden. Weiter. Das intelligente Quartier, darum geht es jetzt, und um Gebäudedaten für Quartierslösungen. Weiter. Ja, Daten, alle sammeln Daten. Wir haben sehr viel mit Bewegungsdaten zu tun, zum Beispiel Tracing-Apps, die unsere Bewegungen aufzeichnen, oder Mobilitätsdaten, die intelligent Verkehre steuern sollen. Aber was ist eigentlich mit Gebäudedaten? Das war die Frage, mit der wir uns das letzte Jahr beschäftigt haben. Wo sind all diese Gebäudedaten? Wo sind sie aufbewahrt? Wie kann man sie nutzen? Wer hat sie und wer braucht sie? Und vor allen Dingen auch, was kann man damit machen? Also was ist der Kontext? Weiter. Am Beispiel der Energie kann man einmal sagen, was ist eigentlich mit den Energiedaten rund um das Gebäude, und einmal in dem Beispiel zu schauen, wer ist eigentlich der Eigentümer, wer ist der Nutzer und was ist eigentlich auch schon an dem Gebäude selbst und in dem, was es produziert, an Daten verfügbar. Hier wäre eine zentrale Figur zum Beispiel der Schornsteinfeger, der alle Anlagen in der Stadt, in einer gesamten Stadt kennt und dort auch Daten zur Verfügung hat. Aber sind diese Daten eigentlich zugänglich? Wo liegen sie? Wie komme ich an sie heran? Das haben wir uns jetzt einmal genauer angeschaut. Weiter bitte. Jetzt kommen wir zu dem Kern dieses Reports, in dem wir untersucht haben, wo sind eigentlich die kompletten Gebäudedaten, welche sind verfügbar und wie komme ich an sie heran? Und wir haben 64 Datensätze und Informationen identifiziert. Und das hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel an, aber 64 Datensätze beinhalten unendlich viele Einzeldatenpunkte, die Informationen zu den Kategorien Grundstück, Gebäude und Quartier beinhalten. Und wir sind bei den Untersuchungen dahin gekommen, dass wir festgestellt haben, dass von diesen schon fast die Hälfte frei zugänglich sind. Weiter. Und wie zugänglich und welche Daten wie zugänglich sind, möchte ich Ihnen jetzt erstmal anhand von zwei Beispielen ausführen. Wir haben da zum einen die Art der Daten, zum Beispiel hier Grundfläche und Gemeinschaftsflächen oder Abfallsammelplatz. Als nächste Kategorie haben wir dann den Anbieter. Wo sind die Daten hinterlegt? Wer hat diese Daten? Und dann haben wir uns angeschaut, wie frei oder nicht frei zugänglich sind diese Daten, und haben das Ganze in vier Kategorien unterteilt. Einmal mit der Null, nicht vorhanden. Das heißt, diese Daten wären sinnvoll, aber sie sind nicht da. Da haben wir zum Glück sehr wenige Datensätze identifiziert. Dann gibt es den ganzen Bereich der Daten, die nicht zugänglich sind, die zum Beispiel personenbezogen oder dem Eigentümer als Zugriffsrechte unterliegen, oder bedingt zugängliche Daten, die wiederum nur besonderen Personengruppen zugänglich sind, oder auch die Kategorie 3. Hier in dem Falle wären dann diese Daten für jedermann und jede Frau frei zugänglich.
Dazu haben wir uns natürlich doch damit beschäftigt, wie aktuell sind die Daten, wann sind sie erheben worden und wie werden sie vielleicht auch aktualisiert. Weiter. Dazu haben wir uns zu jedem Datensatz einmal angeschaut, was da sich eigentlich hinter verbirgt und haben einen Kommentar hinzugefügt, der es sehr viel einfacher macht, dann sich auch durch diese große Menge an Daten in den Tabellen, die wir zusammengefügt haben, hindurchzufinden und gleichzeitig dazu noch dahinter jeweils die Quelle genannt, wo diese Daten zu beziehen sind. Und wenn Sie eine Online-Version unseres Reports dann nutzen, können Sie auch gleich über einen Link zu der Quelle hin gelangen. Beispielsweise das Thema Abfallsammelplatz. Dort geht es um Standorte für öffentliche Behälter und das ist für den Bereich Altglas im Open Data Portal für jedermann zugänglich hinterlegt, aber auch Themen wie Bebauungspläne gibt es schon vorhabensbezogen über den sogenannten FIS Broker, der bei der Senatsverwaltung zahlreiche Daten beinhaltet und zugänglich macht. Weiter. Ja, jetzt gibt es also ein riesiges Datenpotenzial und eine riesige Datenmenge, auch im Bereich Gebäudedaten und Quartiersdaten, aber wer braucht diese Daten? Für wen sind diese Daten sinnvoll? Auf der einen Hand ist es natürlich der Gebäudebesitzer oder Nutzer, der zum einen natürlich etwas herausfinden kann darüber, wie effizient sein Gebäude funktioniert, wie es sich verhält im Bezug zum Beispiel auf Energie oder auf Flächen, aber dem natürlich auch interessieren könnte, welche Gebäude um ihn herum welches Potenzial aufweisen, um möglicherweise gemeinsame Projekte zu initiieren, Stichwort Sharing oder Prosuming. Und auf der anderen Seite, an der anderen Hand, haben wir die Stadt. Dort ist es wichtig für den Stadtplaner, für den Bezirksbürgermeister, aber auch für einen Quartiersentwickler zu wissen, wie das Quartier funktioniert, welche Flächen wie genutzt werden oder auch welche Energie erzeugt wird, um möglicherweise Projekte besser zu steuern oder auch neue Projekte zu initiieren. Weiter. So, und die nächste Frage ist jetzt, was kann man eigentlich dann damit machen, mit diesen tollen Datenbeständen und Datenschätzen? Und da gibt es dieses Wort der Datenliteracy, die eigentlich davon ausgeht, dass man die Daten zum einen natürlich gewinnen muss, man muss sie aufbereiten, um sie richtig nutzen zu können, um dann in Anwendung zu bringen. Dort gibt es schon viele tolle Beispiele, auch internationale Beispiele, zum Beispiel aus Barcelona gibt es die sogenannten Superblocks, die haben eine, jetzt aufgrund von Verkehrsdaten, dort eine intelligente Quartiersplanung auf Blockebene hergestellt oder auch das Projekt Gebiet Online in Amsterdam, wo eine Plattform aufgebaut worden ist, wo sich wirklich Nachbarschaft miteinander vernetzen kann, um verschiedene Projekte auch auf den Weg zu bringen. Und wie man hier sieht, also die Datengewinnung, da gibt es unterschiedlichste Quellen, aber wie in unserer Übersicht ist es also sehr komplex, diese Daten zusammenzutragen und aufzubereiten. Und das muss eigentlich in Zukunft auf zentraler Stelle erfolgen oder es wäre wünschenswert, aber dazu gibt es tatsächlich auch schon einige Bestrebungen, zu denen wir später noch mehr hören werden. Aber zum Beispiel das Berliner Stadtmodell oder auch der Energieatlas der Stadt bieten schon eine ganze Menge an Datenbeständen, die schon visualisiert und aufbereitet worden sind und dann möglicherweise auch in Simulationstools überführt werden können, um eben in Anwendung zu kommen. Und das nächste Punkt wäre dann die Anwendungen, indem man zum Beispiel eine gebäudestarfe Quartiersimulation macht. Und das ist wiederum dann von der einen Seite wichtig für den Planer und für den Betreiber und den Manager der Stadt, aber auch auf der anderen Seite, um eine Transparenz, einen Kontakt zu den Bürgern herzustellen, um Transparenz zu schaffen, um eigentlich auch mehr Projekte, Sharing-Projekte und Quartiersprojekte auf den Weg zu bringen. Weiter. Da habe ich Ihnen nochmal zwei Beispiele mitgebracht, um mal zu zeigen, was eigentlich mit Daten und Datenanalyse und Visualisierung und Auswertung heutzutage schon möglich ist. Hier sehen wir mal ein Best Practice-Projekt aus Berlin-Tegel. Dort ist für die Nachnutzung des Berliner Flughafens schon im Jahre 2015 eine umfangreiche Datenanalyse gemacht worden, in dem alle bestehenden Gebäude und alle zukünftigen Gebäude
in eine Berechnung eingeführt worden sind und dort zugrunde gelegt worden ist, was sie an Energie verbrauchen werden und was sie an Energie auch liefern. Und das Ganze ist über ein Jahr lang simuliert worden mit drei verschiedenen Szenarien, wo von sehr viel erneuerbarer Energie ausgegangen worden ist, von einer Mischkalkulation bis hin zu einem minimalsten Ansatz von selbstproduzierter Energie im Quartier. Und das Ganze ist dann in das jetzige Energiekonzept der Stadt, auch über des Stadtteils, des neuen Quartiers überführt worden, wo zum Beispiel jetzt natürlich auch das Schumacher-Quartier mit einer Wohnbebauung hinzugekommen ist. Weiter. Ein weiteres Projekt, was gerade am Anfang ist, befindet sich in Berlin-Charlottenburg und hat als Keimzelle die energieneutrale Nierendorf-Insel. Und dort soll jetzt im nächsten Schritt eigentlich eine Energy Map oder eine Heat Map, ein sogenanntes Wärmekataster, aufgebaut werden, in das alle vorhandenen Daten zusammengeführt werden, die aus dem FIS-Broker, aus den IKIS-Modellen der Gesamtstadt zusammengeführt werden, aber eben auch eine systematische Erfassung von den Verbräuchen der Energie dort im Quartier eingefügt werden und das eben zu Verbrauchs-, zu Gebäudeschaffen, Verbrauchsdaten führt und nicht zuletzt auch private Gebäude beinhaltet, was sicherlich die größte Herausforderung ist. Aber dort ist in diesem Projekt sind verschiedene Quellen jetzt da, die dahin führen. Und das Ziel des Ganzen soll sein, eigentlich da eine Visualisierung des Ganzen zu machen, um weiter Quartiersprojekte auf den Weg zu bringen und möglicherweise auch eine Überführung dieser Daten dann in die vorhandenen städtischen Plattformen, um dann eigentlich sowohl für den Planer und den Manager der Stadt als aber auch für den Bürger und den Initiator von Quartiersprojekten eine gut aufbereitete Datenlage zur Verfügung zu stellen. Weiter. Ja, also Zusammenfassung kann man jetzt sagen, dass es eigentlich, wenn man zum Beispiel an die Energiewende denkt, die Wirkung von Einzelgebäuden dem im Quartier entgegensteht und man eigentlich da viel mehr Projekte braucht, die eine wirkungsvollere Quartiersnutzung in den Fokus rücken. Und dafür braucht es deutlich mehr Projekte, die möglich werden, wenn man eigentlich mehr auch die Daten, die zur Verfügung stehen, nutzt und die Daten, die noch nicht zur Verfügung stehen, zugänglich macht. Und auch sowohl für den Stadtmanager kann man dort sagen, er kann besser managen und unterstützen, aber auch der Nutzer, das heißt der Nachbar, also Sie und ich, haben mit einer besseren Datenlage die Möglichkeit, lokale Projekte selbst zu initiieren und in der Nachbarschaft Sachen zu starten. Ja, weiter. Und am Ende unseres Reportes und auch am Ende meines Vortrages stehen dann wiederum Handlungsempfehlungen, die sich immer an verschiedenste Personenkreise richten. Zum einen natürlich an die Politik und an die Verwaltung, diese Datenbestände, die wirklich ein großes Potenzial bieten und die auch wirklich ein wahrer Schatz sind, zu befreien, Quartiere zu befreien und dort mehr Möglichkeiten bereitzustellen, um Innovationen möglich zu machen und mehr Projekte auf die Bahn zu bringen, aber auch natürlich an Unternehmen und dann auch an Architekten und an Planer die Aufforderung, mehr Betreibermodelle, mehr Projekte, die auch diese lokalen Sharing-Ansätze beinhalten, ins Visier zu nehmen und dort auch Digitalisierung wirklich zu nutzen und auch die vorhandenen Tools, die dort möglich sind, das ist dann die Forderung an die Wissenschaft, wirklich zu nutzen, weiterzuentwickeln und dort in die Smart City zu kommen und mehr Projekte auf die Bahn zu bringen. Weiter. So, und wer jetzt neugierig geworden ist, was alles in diesem großen Datenschatz sich befindet und wie eigentlich auch sowohl für den Bürgermeister als auch für den Bürger dort neue Quartiersprojekte möglich sind, der möge bitte sich in diese Lektüre begeben, die sowohl online als PDF auf unserer Homepage zu finden ist, aber wie wir auch gerne in Papierform auf Nachfrage verschicken. Weiter.
Und zum Schluss noch den Transparenzhinweis, den wir immer machen. Also nicht nur Daten sollten transparent sein, sondern wir sind natürlich auch transparent. Und damit komme ich auch zum Ende meiner kleinen Einführung und danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine angeregte Diskussion. Christian, wir hören dich noch nicht, dein Mikrofon ist nicht frei. Vielen Dank an die Frau Erbstößer für die Präsentation des Reports. Der weitere Ablauf ist nun, dass wir 3 Kommentare dazu hören werden von Personen, die in dem angesprochenen Umfeld selbst tätig sind. Und anschließend erfolgt dann eine Frage-Antwort-Diskussionsrunde über den Chat. Als nächster hat das Wort der Herr Luipold. Uwe Luipold ist Geschäftsführer der Firma RegioConsult. RegioConsult macht regionalwirtschaftliche Gutachten, hauptsächlich für Städte und Gemeinden, mit Schwerpunkt der Entwicklung von Gewerbegebieten und Unternehmensnetzwerken. Und außerdem initiiert und managt die RegioConsult seit vielen Jahren solche Unternehmens- und Gewerbegebiete in München, aktuell in der Herzbergstraße und der Götzallee, und ist deswegen mit den Anforderungen und Vorbehalten von Gruppen mit relativ großen Partnerzahlen gut vertraut. Und wir freuen uns darauf, dass Herr Luipold uns hier mal einen Einblick gibt, wie viel Sharing und Vernetzung Stand der Technik ist bei den Unternehmen, mit denen Sie arbeiten. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hamme, für die Einführung. Vielen Dank aber auch vor allem an Frau Erbstößer für den Beitrag, mal wieder ganz aktuell und mal wieder etwas, was den Nerv getroffen hat und mal wieder was, was uns auch weiterhilft in unserer aktuellen Arbeit. Ich hatte ja Gelegenheit, mir das auch schon vor einiger Zeit mal anzusehen, was Sie da zusammengesammelt haben, und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Nicht nur die Stadtplaner nutzen solche regionalisierten Gebäudedaten, sondern eben wir Ökonomen auch immer häufiger. Dann, wenn es um die Standorte geht, als Regionalökonomen schauen wir uns ja an, wie entwickelt sich eine gesamte Region. Wir schauen uns in anderen Fällen an, wie entwickeln sich einzelne Standorte bis hinunter zur einzelnen Fläche. Und da ist natürlich immer wichtig, wie ist die Situation vor Ort. Herr Dr. Hammel hat es ja angesprochen, wir arbeiten da sehr viel mit den Unternehmen zusammen und die fragen uns nach solchen Informationen und wir verdichten das Ganze dann zu den Konzepten, die wir machen für die Standorte, oder unterstützen diese Unternehmen auch natürlich bei ganz konkreten Fragen. Ich komme da gleich nochmal drauf. Wir nutzen Gebäudedaten auch, also parallel zu den ökonomischen Daten, die wir natürlich sehr häufig sowieso nutzen. Wir benutzen Gebäudedaten auch zunehmend, auch sozusagen, wenn die im Zuge der immer besser werdenden GIS-Systeme sind die für uns interessant. Im Grunde genommen Daten über die Gebäude selber. Ja, Sie sehen nichts, weil eine Präsentation gibt es bei mir leider nicht. Sie können nur mich sehen. Sie kriegen aber am Schluss noch eine Karte zu sehen. Ich dachte mir, für 5 Minuten brauche ich keine Präsentation zu machen. Wir nutzen Informationen über die Gebäude selber, bisher noch eher seltener Daten über sozusagen die aus dem Gebäude direkt generiert werden. Aber da sind wir dran und da hoffen wir auch, dass wir mehr machen. Wofür ganz konkret nutzen wir die Daten? Müssten Sie mich sehen. Okay, na gut, also Sie müssen mich auch nicht unbedingt sehen. Wir probieren einfach nachher mal, dass Sie wenigstens die Karte sehen. Wenn Sie mich hören, reicht es vielleicht auch, wenn es dann noch trocken ist. 2 Beispiele oder 3 Beispiele.
aus dem Bereich, in dem wir tätig sind. Ein Fall, vielleicht aktuell auch bekannt hier, das Thema Schulbauoffensive. Wir haben hier für die Handwerkskammer und die Fachgemeinschaft Bau ein Gutachten gemacht, was sich beschäftigt hat mit der Frage, wie denn diese Initiative zu bewerten ist. Und da haben wir natürlich Informationen gebraucht über die einzelnen Standorte. Und da waren wir dann froh, dass wir diese Erfassung nicht komplett selbst machen mussten, sondern dass wir hier eben schon bereits georeferenzierte Informationen hatten über die einzelnen Standorte, sodass man da zumindest eine Typisierung schon mal vornehmen konnte, die sozusagen auch nicht Teil unseres Auftrags war, aber die uns enorm geholfen hat. Man sieht hier vielleicht, wie wir das typischerweise verwenden, diese Daten bislang, nämlich quasi als Metadaten, die uns helfen, auf zu Punkten zu kommen, die für uns dann auch interessant ist. Ne? Zweites Thema, Dr. Hammel hat es angesprochen, sind unsere Gewerbeflächenkonzepte. Hier Gegenüberstellung von Bedarf und Angebot natürlich immer ganz interessant. Und dabei, wir wissen es, die Gewerbeflächen werden immer knapper. Nicht nur hier, sondern auch in den meisten anderen deutschen und europäischen Städten wird es natürlich immer wichtiger, diese Art von Gewerbeflächen bereitzustellen, die Unternehmen auch tatsächlich benötigen. Und das sind in der Regel natürlich dann hängt ab von dem, was man dort bauen kann oder was bereits an Bestandsgebäuden vorhanden ist. Und da kommen dann diese Daten, diese Gebäudedaten ins Spiel, die wir bekommen können. Das heißt, wir gucken, was erwarten wir für einen Bedarf, und wir schauen uns an, was gibt's dort für Gebäude. Denn es auch das ist ein Trend vielleicht in dem Bereich, der wichtig ist. Es wird auch in diesem Bereich zunehmend darum gehen, ja Gebäude und Flächen nachzunutzen und nicht wie bisher ausschließlich auf die Erschließung neuer Standorte zu setzen. Und da wird es eben wichtig, was wir dort vor Ort haben. Wir nutzen diese Daten dann eben, um statistische Auffälligkeiten zu identifizieren. Und da können wir jetzt mal probieren. Aber ich nehme an, wenn das mit dem Video nicht funktioniert, ist es am besten, Herr Dr. Hammel, wenn Sie das auch machen. Ich probiere jetzt mal, ob ich zumindest, dass wir die Karte wenigstens mal sehen können. So, ja, okay. Das ist die Karte. Ich hoffe, die sehen Sie alle. Das ist für einen Gewerbestandort hier in Berlin, die Götzallee in Steglitz-Zehlendorf. Und man kann hier mal sehen, Sie sehen also oben rechts in der unter dem Begriff Legende typischerweise das, was wir an Bestandserfassung dort selbst machen, nämlich die Hauptnutzung der Flächen. Also das wird über Begehung ähnliches und Luftbilder gemacht. So, und dann sehen Sie unten jetzt farbig dargestellt diese Gebäude. Wenn Sie denn eine abweichende, von unserer Nutzung abweichende Nutzung angegeben haben in den amtlichen Daten, also GIS-Daten, die wir da, IK und IGIS und so weiter, die wir da kriegen. Und das ist dann für uns ein Hinweis. Also wenn man zum Beispiel jetzt in dem lila Einzelhandelsgelände mal, das Sie jetzt oben sehen, mal ein blaues und ein gelbes Gebäude hat, da haben wir hier eine abweichende Nutzung. Das ist an sich jetzt noch kein, sozusagen noch kein Handlungsbedarf, leitet sich daraus ab. Aber es ist zumindest schon mal ein Punkt, auf den wir aufsetzen können. Und das können wir nur, weil diese Daten vorliegen, weil die uns bereitgestellt werden. Und das ist für uns dann relativ einfach, die eben heranzuziehen für unsere weitere Arbeit. Also das vielleicht drei Beispiele, dass auch wir, wo Sie sehen, dass auch wir als Ökonomen ähnliche Daten verwenden. Und wir hoffen da natürlich, dass wir auch immer mehr kriegen in der Zukunft. Offene Daten vor allem sind für uns wichtig. Und wir hoffen, dass wir dazu auch beitragen können, da welche zu beschaffen und für alle nutzbar zu machen. Man sieht das, Sie hatten ja in Ihren Handlungsempfehlungen, wenn ich jetzt dazu komme, hatten Sie ja den einen Fall, den ich jetzt ganz interessant fand, nämlich, dass man versucht, die Projekte dazu anzuhalten, dass sie ihre Daten auch öffentlich zugänglich machen. Das ist also was ich auch voll unterstützen würde. Wir erfassen sehr viele Daten selbst und das ist immer sehr schwierig, die dann zu verbreiten, weil der Auftraggeber das in der Regel nicht möchte. Aber natürlich auch, und das ist vielleicht ein Punkt, der noch zu klären wäre, Datenschutz.
rechtliche Probleme, die da bestehen. Insgesamt unterstütze ich das, was Sie aufgeschrieben haben, an den Handlungsempfehlungen voll. Das entspricht auch unserer Arbeit. Und ich würde es vielleicht ergänzen, noch ein Aspekt, der über Berlin hinausgeht. Für uns wäre natürlich schön, wenn wir ähnliche Daten auch für andere Regionen zur Verfügung gestellt werden, bekommen könnten. Ja, das vielleicht ein kleiner Einblick in unsere Arbeit. Schönen Dank fürs Zuhören. Herr Leupold, ich danke Ihnen für den Beitrag. Es tut mir relativ leid, dass offensichtlich WebEx oder die Cisco-Server uns hier gerade in die Quere pfuschen und wahrscheinlich bei den meisten Teilnehmern im Moment kein Bild zu sehen ist. Ich kriege hier ständig angezeigt Bandbreitenprobleme. Das sind leider die Dinge, die wir nicht ändern können. Als nächster Kommentator wird sich Herr Aaron Bohmann äußern. Herr Bohmann ist Consultant im Cities-Team von Bobo Happold, hat einen Master in Earth Science in Urban Design und einen weiteren in City Design in Social Science. Herr Bohmann ist Experte für Stadtentwicklung, Digitalisierung und Wohnen. Hat in Wien, Istanbul und London studiert, in Hamburg seinen Master in Urban Design gemacht und den Master in City Design und Social Design an der LSE. Bei Bobo Happold ist er in den Bereichen Stadtentwicklung und Masterplanung und bei der Implementierung von Infrastrukturen tätig, hat obendrein früher an der Hafen City Universität Stadtplanung unterrichtet und war einer von drei Kuratoren zu Conflicts of an Urban Age. Das war eine Ausstellung im Rahmen der Architekturbiennale in Venedig zum Thema aktuelle urbane Herausforderungen. Jetzt habe ich hier gequatscht. Herr Bohmann, bitte. Ja, hallo. Ich versuche jetzt mal hier mein Video zu starten. Mal gucken, ob das klappt. Und ich versuche auch mal meinen Bildschirm zu teilen, weil ich dann doch zwei, drei Slides vorbereitet habe. Sieht so aus, als würde es funktionieren, ha? Ja, einmal kurz bestätigen können. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch vielen Dank für diesen tollen Report, Frau Stößenreuther, und auch vielen Dank, Herr Hame. Bei dem Report sprechen Sie tatsächlich Themen an, die uns natürlich auch alle umhertreiben, wo wir uns mit beschäftigen im Alltäglichen, denn ja, Digitalisierung ist ja eins der großen Themen und die Hoffnung ist ja immer, wie Sie es ja auch schon sagen, dass sozusagen durch eine Vernetzung es zu einer gewissen Effizienzsteigerung kommt. Also dass man Gebäudedaten aggregiert, um daraus Quartiersdaten zu generieren, ist ja natürlich die Hoffnung, um darauf sozusagen Sachen transparenter zu machen, mehr Möglichkeiten zu haben. Sie haben auch schon erwähnt, die Nutzung von Energiedaten und Mobilitätsdaten, die natürlich immer sehr interessant sind. Und das ist natürlich auch ganz schön, nochmal von Ihrer Seite das auch zu sehen. Wir treiben oder uns treiben auch ähnliche Themen umher, wie eben der Digital Twin, der in aller Munde ist, die Quartiersplattform, Smart Metering, Smart Grids, Smart Street, also eigentlich alles, wo das Wort Smart davor stellt. Was dann ja sozusagen darauf hindeutet, dass es sich um eine intelligente Nutzung handelt. Und viele dieser Nutzung oder dieser Datensammlung basieren ja tatsächlich auf einer gewissen Repräsentanz von realen Objekten in einer digitalen Welt. Beim Digital Twin ist es natürlich am deutlichsten zu sehen, wenn es sozusagen ein 3D-Modell von der Realität gibt. Aber es können natürlich auch alle anderen möglichen Sensordaten sein, die irgendwie an- und ausgehen oder on-off verschiedene Datenreihen zeigen oder eben zum Beispiel auch beim Smart Metering über bestimmte Zeitverläufe laufen und eben so die Möglichkeit geben, Sachen zu beobachten und Sachen zu optimieren. Das ist natürlich nachvollziehbar, dass man solche Daten gerne sammeln möchte, was natürlich immer ein bisschen einfacher ist, wenn man
selbst wenn das bei einem neuen Projekt passiert, aber letztendlich sind ja Daten Outcome aus sozusagen Aufnahmen von Sensoren, die man natürlich auch im Bestand anbringen kann, wo wir aber dann natürlich die Probleme haben, die Sie ja auch schon gesagt haben, es gibt wahnsinnig viele Datenquellen und die Frage, wie man die sozusagen wieder zusammenbringen kann oder aggregieren kann und die Datenverfügbarkeit. Da wäre dann natürlich eine Frage, wie man die aufarbeitet und zur Verfügung stellt. Wir im Unternehmen benutzen auch ziemlich oft tatsächlich die ganzen offenen Daten und Open Data Portale also für Grundlagenanalysen und so weiter und machen unsere eigenen Erhebungen dann dazu. Aber es ist schon immer ein wahnsinnig wichtiger Part, sozusagen diese offenen Daten zu haben. Was natürlich auch in dieser Datenauswertung dann interessant wird, ist, wenn man Daten in Querbezüge setzt und wenn man zum Beispiel das plakativste Beispiel ist, wenn Sie sich die Wetterdaten angucken, dann können Sie natürlich möglicherweise auf den Verkehr schließen oder auf die Belegung von bestimmten Räumen wie Restaurants oder ähnliches. Weil sobald es anfängt zu regnen, bewegt man sich möglicherweise anders durch die Stadt. Aber das nur kurz als Überblick. Ich wurde gebeten, ob ich nicht vielleicht ein bisschen darüber sprechen kann, was uns eigentlich umtreibt oder ein Projektbeispiel habe und da habe ich mal eins mitgebracht. Nämlich arbeiten wir gerade an dem sogenannten neuen Gartenfeld in einer Arbeitsgemeinschaft mit E-Zeit, Taco, schön dich zu sehen, und IB Kraft und Büro Happold und wir versuchen hier eine Quartiersentwicklung zu unterstützen für knappe 3.500 oder über 3.500 Wohneinheiten mit möglichst vernetzten und integrierten Infrastrukturen. Da haben wir uns sozusagen im Verlauf des Prozesses haben wir 5 Themen definiert, sozusagen das digitale und vernetzte Quartier, Logistik, Quartier mit optimierten Kreisläufen, Autoarm, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen und natürlich das erneuerbare Quartier, also die Nutzung von verfügbarer grüner Energie, die möglichst auch noch dezentral im Quartier produziert wird oder ja, erzeugt wird. Und das funktioniert natürlich, also das sind natürlich alles Themen, die irgendwie einzeln zu betrachten sind, aber letztendlich, wenn man die Themen zusammendenkt oder integriert und Sektorenkopplung sozusagen mal richtig durchdenkt und durchspielt, hat man natürlich einen viel größeren Effizienzgewinn. Das heißt, wenn die Energie im Quartier generiert wird, möglicherweise die Wasserpumpen bedient, oder das Sharing-Auto des Bewohners auflädt, ohne davor nochmal ins Netz zu gehen und wieder zurück, wäre natürlich eine wahnsinnig hohe Effizienzsteigerung. Und sowas ist natürlich nur möglich, wenn das Quartier tatsächlich vernetzt und digital ist. Und sowas, da sind wir natürlich in der glücklichen Situation, dann ein Neubauquartier damit zu unterstützen. Es ist natürlich ein bisschen einfacher von der Datenhoheit, weil sich die Auftraggeber damit dazu committed haben, sozusagen zusammen das aufzusetzen. Das ist die UTB, die BUBAG und die GEBOBAG. Und die sind halt sehr daran interessiert, dieses integrierte System zu schaffen. Über die Zeit der Planung haben wir dann tatsächlich auch in der Arbeitsgemeinschaft erstmal eine Basisdatenermittlung gemacht, wo natürlich ganz viele Daten eben analysiert wurden. Sehr viele offene Daten, Quartiersdaten, städtische Daten, Verkehrsdaten und so weiter. Und dann in Beziehung gesetzt haben sozusagen mit dem Masterplan und daraus ein Infrastruktur- und Betreiberkonzept gemacht. Das heißt, wenn jetzt in dem Quartier eine gewisse Infrastruktur gebaut wird, sei es für Wasser oder Energie, haben wir den Betreiber eben schon mitgedacht und das dann sozusagen in die richtige örtliche oder räumliche Planung umgesetzt, damit das auch zusammengeht, damit das auch wirklich umgesetzt wird. Wir sind jetzt gerade bei der Leistungsphase 2 von der Infrastrukturplanung. Also bald wird auch angefangen zu bauen, gerade laufen schon die Abrissarbeiten. Und Ziel ist es eben, diese ganzen Themen sozusagen nochmal zu integrieren, vertikal und auch horizontal. Und während der Planung, die wir eben für die Infrastruktur machen, sozusagen auch ein Datenmodell aufzubauen für das Quartier, da am besten noch die Gebäudedaten reinziehen. Und daraus dann aber auch solche Sachen speisen können, wie eine Quartiersplattform oder eben die Verleihung von Verkehrsmitteln oder halt das Monitoring von Energie. Also
dass man sozusagen einen zentralen Ort hat. Das ist gerade unser Ansatz und Versuch. Aber damit höre ich erstmal auf und gebe an den nächsten Sprecher weiter. Aber wenn Sie Fragen haben, können wir das bestimmt noch danach klären. Vielleicht will Taco ja auch noch was dazu sagen in der Fragerunde. Vielen Dank. Sie müssten dann Ihre Bildschirmfreigabe wieder beenden. Da suche ich gerade nach dem Menüband, das ist hier nämlich verschwunden. Sehr, da kam eine Frage durch das Chatfenster rein. Das Quartier eröffnet ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Also Baubeginn ist so ziemlich bald. Es handelt sich da aber um knapp 40 Gebäude. Das heißt, der Planungshorizont ist entsprechend lang. Und ich glaube, die ersten Fertigstellungen sollen 23 passieren. Aber das ganze Quartier fertig, wahrscheinlich erst 27 oder 28. Je nachdem, wie schnell man da durchkommt. Ich lese mal die Frage vor. Individualisierbare Daten unter Datenschutzbedingungen. Herr Waschke, können Sie das ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen? An wen ging denn die Frage, Herr Waschke? Die ist im Grunde an die gesamte Runde gemeint. Wenn ich jetzt zum Beispiel das neue Gartenfeld nehme, dort wohnen Menschen, als jetzt herausgegriffenes Beispiel. Dort werden Energiedaten, Verhaltensdaten, alle möglichen Daten erhoben. Wie stellt man sich diese Seite des Themas vor, Datenschutz, individueller Datenschutz? Also ich denke, dass man da natürlich alle möglichen Datenschutzregeln, vor allem europäische, einhalten muss und natürlich keine individuellen Daten verarbeiten kann oder darf, ich weiß nicht, als Drittanbieter. Die Daten sind ja grundsätzlich anonymisiert und auf Anbieterseite könnte man wahrscheinlich aggregierte Daten vielleicht auf Gebäudegröße beziehen, wo mehrere Datensätze drin sind, sodass die einzelne Person nicht mehr nachvollziehbar ist. Wenn man eher auf der Nutzerseite ist, dann hat man natürlich die Hoheit oder sollte man die Hoheit haben über die eigenen Daten, die man generiert, sei es der Stromverbrauch oder ähnliches. Was ja aber jetzt in gewisser Weise auch schon da ist, da man ja auch schon den Gas- und Stromzähler hat. Die Frage ist eben, was man dann dadurch mehr machen könnte, sozusagen, wenn man diese Daten halt eben auf Gebäude- oder Quartiersebene, aber dann natürlich anonymisiert auswerten kann. Aus unserer Sicht muss man da etwas differenzieren, wenn es um Daten für die Projektinitiierung geht. Also im einfachsten Falle, wenn Sie rausfinden wollen, wem das Haus nebenan eigentlich gehört, dann müssten Sie beim Grundbuchamt schon ein berechtigtes Interesse haben. Sofern es um Daten für den laufenden Betrieb eines Sharing-Projektes geht, sind Sie ja mit Ihren Nachbarn schon in Vertragsverhältnissen. Und dann sind es ja auch Ihre Daten, die Sie teilen. Und Sie haben Vertrag gemacht, mit wem Sie die teilen. Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen, dass es in dem, hört man mich? Ja. Dass es zum Beispiel in verschiedenen Projekten auch die Möglichkeit gibt, die Daten so weit zu, anonymisieren, dass man nicht Rückschlüsse auf den einzelnen Nutzer treffen kann, sondern nur auf Gebäudeebene kommt. Also sprich, wenn man mehr als drei Wohneinheiten hat, ist man eigentlich schon dann auf der Gebäudeebene und kann keine Rückschlüsse auf den einzelnen Verbraucher oder Nutzer oder Mieter mehr haben. Und das andere ist, dass man auch sagt, es gibt natürlich auch Ansätze von freiwilligen Datenspenden, wo Daten geteilt werden, freiwillig geteilt werden, zum Beispiel über diese CO2-Online-Plattform, was Energiedaten angeht und dadurch durch die Datenspende von Bürgern und Bürgerinnen, die wiederum einen Mehrwert auch haben, indem sie dann eine Auswertung, eine Beratung auch über dieses Tool erlangen können, das eigentlich ein anderer Weg ist auch. Aber selbstverständlich müssen natürlich Datentransparenz und Datensharing und Datensicherheit immer im Auge bleiben.
ich mache schon mal die nächste Anmoderation. Es wurde mehrfach erwähnt und gelobt, dass es Open Data gibt zu solchen Themen und dass sie auch gerne genutzt werden. Und ich hoffe, unsere nächste Kommentatorin hat es bitte persönlich genommen, dieses Lob. Frau Betül Özdemir ist nämlich die Open Data Beauftragte der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und gibt uns mal eine Einführung, was eigentlich hinter dieser ganzen Bereitstellung solcher Daten dahinter steckt und einen Ausblick, wie das weitergeht. Frau Özdemir koordiniert die Open Data Strategie des Landes Berlin. Sie hat Betriebswirtschaftslehre an der TU Berlin studiert und war vor ihrer Tätigkeit beim Senat, beim Bundesverband Windenergie als Produktmanagerin tätig. Frau Özdemir, bitte. Sehen Sie jetzt meine Präsentation? Ja. Ja, super. Es wäre jetzt schade, wenn ich Ihnen jetzt nicht den Data-Hub kurz zeigen könnte. Bis wohin konnten Sie mir jetzt folgen? Bis zu welchem Punkt? Noch gar nicht. Ja, noch gar nicht. Okay, dann steige ich dann direkt ein. Sie hatten ja in der Handlungsempfehlung bestimmte Punkte gehabt, die betreffen direkt uns als Senatsverwaltung. Und dann gab es bestimmte Forderungen, die man eher auf der politischen Schiene adressieren kann. Zum Beispiel auf Bezirks- und Landesebene im Stadtentwicklungsbereich, wenn es dann in die Gremiensitzung der einzelnen Parteien geht oder um die Wahlprogramme zu gestalten. Und da könnte man das einbringen. Ich finde es unterstützenswert, die Idee, Möglichkeiten und Anreize zu schaffen für Datenspenden mit einem Grundsteuerbonus als Gegenleistung für die Herausgabe von Daten, von den Dateneigentümern zu verlangen. Und ein guter Vorschlag ist auch die politische Forderung, Projekte zu fördern mit der Verpflichtung, dass sie ihre Gebäudedaten zur Verfügung stellen. Und langfristig wird es für uns als Verwaltung auch wichtig werden, auch Anreize für die Wirtschaft zu schaffen, um auch diese Gebäudedaten auf dem Open Data Portal kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich möchte zu Beginn, bevor ich in die Folien einsteige, auch nochmal hinweisen, dass ich jetzt nicht auf die Datenerfassung, auf die fehlende Daten, zum Beispiel aus Energieausweisen von Gebäuden eingehen werde, weil da die Senatsverwaltungen selber dann verantwortlich sind, entweder auf der politischen Schiene das zu fordern und auch diese Daten zu erheben. Ich werde aber auf alle Daten der Verwaltung eingehen, die bereits vorliegen, erhoben worden sind, aber noch nicht auf dem Open Data Portal sind. Und eine Handlungsempfehlung wurde ja gefordert, dass bereits vorhandene Datenbestände auf dem Open Data Portal veröffentlicht werden sollen. Und da kann ich Sie beruhigen. Das gilt für den großen Teil von urbanen Daten auf jeden Fall. Also alles, was auf dem FIS-Broker vorhanden ist. Der FIS-Broker ist angeschlossen an das Open Data Portal über eine API-Schnittstelle. Und alles, was auf dem FIS-Broker veröffentlicht worden ist, ist auch direkt auch auf dem Open Data Portal. Und was wir aber natürlich als Baustelle sehen, sind die Daten, die noch nicht auf dem Open Data Portal sind. Da haben wir auch eine Rechtsverordnung auf den Weg gebracht. Mit der Rechtsverordnung werden alle Daten der Verwaltung, die in maschinenlesbaren Formaten darstellbar sind, dann auch veröffentlicht werden müssen. Das galt auch schon zum Paragraphen 13 des E-Government-Gesetzes seit 2016. Aber nach Paragraph 13 Absatz 2 mussten wir eine Rechtsverordnung auf den Weg bringen. Und wir sind schon mit der Mitzeichnung der Senatsverwaltung durch und sind aktuell auch beim Rat der Bürgermeister. Und die Anmerkungen haben wir auch mit eingepflegt. Kommen wir zu meiner Präsentation. Was ich Ihnen auf jeden Fall vorstellen werde, auch eingehen werde in die Handlungsempfehlung, wie man die Datenbestände der öffentlichen Hand aufwerten kann und wie man die vielfältigen Repositorien, also FIS-Broker, Energieatlas, Data Hub, Datenportal verbinden kann und auch die Plattform für kartografisch aufbereitete Datensammlungen, wie man das bekannter macht und auch Betreibermodelle für Sharing von Daten entwickeln kann. Wie schon Herr Hammel angekündigt hat, ich bin der Open Data Beauftragte der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Das beinhaltet sowohl auf der linken Seite den rechtlichen Rahmen zu gestalten, also die Rechtsverordnung und auch die Data Governance zu schaffen für solche Sharing-Betreibermodelle und auch für die Nutzung eines Startups
und natürlich im Data Hub an sich selber, diese technische zur Verfügungstellung der Daten, sei es im Backend, im Data Hub an sich, als auch im Frontend auf dem Open Data Portal, was strukturierte Daten veröffentlicht, und im Transparenzportal, was durch das Transparenzgesetz jetzt kommt, und strukturierte Daten, PDF-Dokumente, Word-Dokumente etc. Und natürlich die Urban Data Plattform, was aktuell jetzt der FIS Broker ist, was in Zukunft alle Anwendungen auf dem Open Data Portal mit urbanen Bezug, also die Smart City Anwendungen, präsentieren wird. Kommen wir zum Data Hub. Wir haben begonnen mit dem Data Hub, mit der IKT-Infrastruktur. Wir haben einen Auftrag an KPMG vergeben nach einer Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb, und zwar diese IKT-Architektur eines Data Hubs zu kreieren zur Vernetzung städtischer Datenquellen. Das ist auch in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft und auch mit der Senatsverwaltung für Inneres erfolgt. Und wir haben zu bestimmten zwei Anwendungsfeldern, einmal Umwelt und Sauberkeit zu dem Themenbereich, einmal Verkehr und Mobilität, Stakeholder eingeladen aus der Verwaltung, Bezirksebene, Senatsebene, Startups, Unternehmen, Fair- und Entsorger, und haben dann gesagt, in Workshops arbeitet an Beispielen, was sind eure technischen Anforderungen an solch einen Data-Hub, was soll dieser Data-Hub können. Diese Zielformulierung, die wir erarbeitet haben, ist auch aus diesen Workshops entstanden mit den Stakeholdern. Wir wollen Innovation fördern. Das heißt, für diese Open-Data-Plattform, der Data-Hub, die das Portal ablösen soll, soll eine einheitliche und zentralisierte Plattform für Anwendungen aus dem Bereich Smart City und IoT werden. Die Smart City-Konzepte, die es bereits gibt, sollen hier visualisiert werden, zum Beispiel intelligente Parkplatzsuche zur Optimierung der Ressourceneffizienz und des Verkehrsflusses. Wir wollen unseren Beitrag leisten, natürlich zur Nachhaltigkeit, zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen, und der Data Hub hat ja auch die Vision für eine nachhaltige und integrierte Stadtentwicklungspolitik, eine städtische Datenplattform zu sein. Wichtig wird es für uns sein, auf die Sicherheitsaspekte zu achten, dadurch, dass es einen internen Bereich geben wird beim Data Hub und einen externen Bereich für Externe, die sowohl Daten nutzen als auch Daten reingeben können, müssen wir natürlich gucken, die Schutzerfordernisse an geschützte und schützenswerte Daten einzuhalten, bestimmte sicherheitsrelevante Aspekte, die wir noch eruieren müssen, wie wir die schützen. Wichtig war der Verwaltung auf jeden Fall die Direktheit, das heißt einen One-Stop-Shop zu haben, also eine Stelle zu haben, wo diese urbanen Daten innerhalb und außerhalb, also innerhalb der Verwaltung gespeichert werden, um halt diese ganzen Mehrfacherfassungen von Daten zu vermeiden und auch die Kosten der Verwaltung hier zu reduzieren. Um Ihnen kurz einen Einblick zu geben, wo man diesen Data Hub einordnet, es ist natürlich ein Teil der IKT-Architektur, es ist zu verstehen als eine Middleware, und es gehört zu dem Teil der IKT-Architektur, wo es um die Datenbevorratung geht durch den Data Hub. Sie sehen, die Fachverfahren werden angebunden an den Data Hub, und es gibt auch eine Anbindung an service.berlin.de, also das Serviceportal des Landes Berlins, wo auch einen Kundenzugang geben wird. Und genau durch diese Erweiterung und auch durch die Fachverfahren, die angebunden werden, wird es uns viel einfacher sein werden, als jetzt auf dem Open Data Portal, wo man Daten auch händisch veröffentlicht, dass dann auch alles automatisch von diesen Fachverfahren in einem geschlossenen, auch im öffentlichen Bereich, im Data Hub dann landen. Data Hub hat die folgende Vision eines gesamtstädtischen Datenmanagements. Der Data Hub soll in seiner Funktion auch andere Systeme und andere Plattformen integrieren bzw. auch vernetzen. Und in der nächsten Folie sehen Sie, welche anderen Systeme und Plattformen es überhaupt gibt. Also das ist jetzt nicht abschließend, aber soll Ihnen eine Idee geben. Der FIS Broker wurde ja genannt. FIS Broker der Verwaltung mit raumbezogenen Daten wird angeschlossen und kommt in den Data Hub, die Daten kommen geht, war auch in der Verwaltung ein Tool zum Routing von Daten innerhalb einer Senatsverwaltung oder Bezirksverwaltung. Auch das wird abgelöst, integriert in den Data Hub. Und dann gibt es auch noch externe von den Versorgern, Entsorgern oder jetzt auch von der BVG, von der BSR Data Hubs oder auch Berlin TXL, die hier auch integriert werden sollen, sodass es auch eine städtische Gesamtdatenplattform außerhalb der reinen Verwaltung. Hier zoomen wir nochmal noch genauer rein in das Datenmanagement und sehen,
warum der Data Hub als System eines Systems, des Systems of the Systems Ansatz zu sehen ist. Also es ist ein System an sich und vereinigt andere Systeme außerhalb der Verwaltung und integriert auch Plattformen innerhalb der Verwaltung. Und es gibt auch Dateneigentümer, also Daten werden reingegeben, es gibt aber auch Datennutzer und man kann auch beides sein, sowohl Daten reingeben als auch die Daten nutzen. Und wenn wir uns genauer auch mal hier den Data Hub an sich im Kern anschauen, sehen wir auch nochmal die ganzen Subsysteme mit den Funktionen. Der Data Hub soll natürlich die Funktion eines Open Data Portals weiterhin haben, das heißt als Datenkatalog, wo man nach Daten suchen kann, ist wichtig. Und veröffentlichen, suchen von Daten, die Funktion wird weiter verfolgt und auch ein Data Storage, das heißt eine Lagerung von Daten, was jetzt bis jetzt innerhalb der Verwaltung auch gefehlt hat, ein Ort, wo gespeichert wird, sowohl strukturierte Daten, Excel-Dateien, CSV-Dateien, als auch unstrukturierte Daten, PDFs und Notes. Es soll Datenqualität generieren, also diese Standardisierung von Daten, die wir auch in der Studie angemerkt haben, gerade jetzt auch für Geodaten, einheitliche Richtlinien für Qualität schaffen, konvertieren in andere Formate und das Data Processing, das heißt die Möglichkeit, die Datensätze, Excel-Dateien, CSV-Dateien in Anwendungen, Visualisierung zu überführen. In der Studie wurde auch gesagt, reines Open-Data-Portal bringt nicht den Mehrwert. Die Bürgerinnen und Bürger, auch die Startups möchten das Ganze visualisiert bekommen und sehen, was aus diesen Daten generiert werden kann. Was wir noch bewältigen müssen, sind noch diese Datenzugangsmodelle, diese Data Governance. Es wird natürlich einen offenen Zugang. Bestimmte Daten werden öffentlich frei zugänglich sein, wie beim Open Data Portal. Es wird aber auch einen Datenmarktplatz geben zum Datenaustausch, also dem unentgeltlichen Datenaustausch mit Sharing-Modellen. Da werden wir auch Verträge entwickeln mit einem Urban Data Partnership, die ich mir vorstelle, und einen Closed Data Bereich, den man als Datenmarktplatz verstehen muss, wo dann Dateneigentümer Daten auch zum Erwerb, zum Verkauf zur Verfügung stellen. Da, wo wir jetzt aufgehört haben mit der KPMG-Studie für die IKT-Architektur, machen wir jetzt weiter mit der Urban Data Partnership, um diese ganzen Data-Governance-Themen nochmal zu adressieren, Fragestellungen, also Verträge für Betreibermodelle, öffentliche und private Interessen an so einem Datenmanagement oder auch mal eine Dateninventur zu machen. In der Studie von Frau Erbschlüssel gibt es ja eine Dateninventur für die raumbezogenen Daten, aber wir brauchen für ein Data-Hub eine Gesamtdateninventur, um zu wissen, welche Datensätze haben wir, wer verfügt über sie, wer ist Stakeholder und wie können wir auch unterschiedliche Fachverfahren auch hier anbinden. Wir wollen natürlich auch Smart City-Lösungen, auch Finanzierungsmöglichkeiten hier in der Urban Data Partnership mit der Fraunhofer Morgenstadt auch diskutieren und auch an konkreten Data Value Cases das Ganze durchspielen. Und eines dieser Data Value Cases kann natürlich auch Wohnen und Bauen sein, auch diese ganzen urbanen Daten. Wir wollen aus dieser Partnership rauskommen und zwar mit Datensätzen, mit einer Dateninventur, Datenarchitekturen und auch Datenqualitätsstandards, die wir auch an alle Daten aus der Verwaltung stellen können. Wir wollen auch Vereinbarungen und Smart-Verträge haben, wenn es zu unterschiedlichen Austauschen, Datenmarktplätze oder Sharing-Modellen kommt. Wir wollen natürlich auch Kosten-Nutzen-Analysen von Smart City-Anwendungen präsentieren und generell auch gemeinsam an Förderanträgen, gemeinsam mit Verwaltung und mit der Öffentlichkeit auch arbeiten. Und das werden wir machen durch existierend in zwei Anwendungsworkshops mit einem Data Value Case. Und eines dieser wird auch Bauen und Wohnen sein, inspiriert jetzt auch von dieser Studie. Und zuletzt noch ein kleiner Einblick für die Öffentlichkeitsarbeit, für den Hackathon. Wir führen ja jedes Jahr Hackathons durch mit Daten, die wir bereits veröffentlicht haben auf dem Open Data Portal, aber auch Daten, die wir identifizieren möchten. Und die werden der Community gegeben, um Anwendungen und Visualisierung zu kreieren. Und eines dieser Hackathons im Bereich Urban Data wird im September 2020 stattfinden, gemeinsam mit dem Einstein der Digital Future, mit Wasser- und Luftdaten, Energiedaten, Verkehrs- und Mobilitätsdaten. Und wenn Sie auch über Datensätze verfügen, die Sie hier in diesen Hackathon reingeben möchten, können Sie mich gerne kontaktieren. Wir freuen uns dann über einen großen Datenschatz, mit dem auch die Community und auch die Studenten vom Einstein Center Digital Future auch Visualisierung für intelligente Stadtentwicklung präsentieren können.
Das war es von mir, von der Präsentation. Ich entschuldige mich für die technischen Unannehmlichkeiten und ich hoffe, dass Sie das Wichtigste jetzt von Urban Data Berlin mitbekommen haben und würde jetzt an Herrn Hammel weitergeben. Ja, vielen Dank, Frau Özdemir. Ich glaube, die technischen Unzulänglichkeiten waren die der Firma Cisco und nicht die von Ihnen. Ich glaube, der Vortrag war auch sehr informativ, weil das nicht jedem wirklich klar ist, wie viel Aufwand dahinter steckt, diese ganzen Datenberge in eine Oberfläche und Zugangsmöglichkeit hineinzukriegen. Sie sehen schon, im Chat kam zwar jetzt keine Frage, aber ein Kompliment an diesen WEB. Ich hätte eine Frage. Ich habe an einer Stelle, ich glaube da, wo Northward Interface stand, die Vokabel Monetarisierung gesehen. Damit ist gemeint, dass Sie auch private Daten hosten und Monetarisierungsmöglichkeiten geben wollen. Oder wie ist das zu verstehen? Berlin hat sich ja gerade viel Mühe gegeben, die Preisschilder von seinen Daten abzumachen. Ja, also im Rahmen von Open Data ist das der Fall, dass wir sagen, alle Daten, die auf dem Open Data Portal sind, sind frei zugänglich, weiterverwendbar, weiter nutzbar, die können gemixt werden, auch für kommerzielle, nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Und mit dem Data Hub ist es aber klar, dass wir ein Data Storage haben werden, wo wir natürlich bestimmte Datensätze aus der Verwaltung herausgeben können auf dem Open Data Portal. Und dann aber natürlich mit dieser Urban Data Partnership an Betreibermodellen arbeiten, des kostenfreien Sharings, also geschlossenen Bereichs, aber Sharings, was jetzt natürlich für das intelligente Quartier, was für Erbschlüsse, was Sie in der TSB-Studie herausgearbeitet werden, umsetzbar wäre. Und dann nochmal einen geschlossenen Bereich, der auch nochmal in Diskussion ist. Wir aber jetzt noch in der Urban Data Partnership gucken müssen, wie wertvoll Daten da reinkommen, für welche Projekte, für welche Zwecke die Dateneigentümer diese Daten dann sharen und herausgeben. Ach ja. Also das war jetzt eine allgemeine Studie, die verschiedene Möglichkeiten präsentiert hat, auch aus anderen Städten. Und wir müssen in der Urban Data Partnership gucken, welchen Weg wir gehen. Ja. Ja, Sie sehen hier im Chat vielleicht schon noch eine Frage einlaufen. Wie funktioniert eigentlich die Einbindung dieser privatwirtschaftlichen Mobilitätsdienstleister? Genannt sind hier Movel und VW-Nutzfahrzeuge. Genau, aktuell haben wir die Privaten noch nicht in das Open Data Portal eingebunden, es sei denn, sie geben freiwillig Daten rein. Über datenregister.berlin.de kann man sich den Zugang verschaffen und da gibt es auch zum Beispiel Stromnetz Berlin, die auch bereits ihre Datenplattform über eine API-Schnittstelle automatisch angeschlossen haben. Und die Folien, die ich gezeigt habe, das ist jetzt eine Zukunftsvision vom Data Hub, dass wir vorhaben, auch die Privatwirtschaft auf deren Data Hubs zu integrieren an unsere Datenplattform und dort auch diese Sharing-Modelle nochmal mit der Urban Data Partnership besprechen. Also das ist in der Zukunft noch auszuarbeiten. Ja, konkrete Antworten produzieren natürlich mehr Fragen. Sie sehen es auch parallel. Kommt noch die Frage, wie eigentlich Bürger in die Gestaltung des Hubs involviert werden und ob eigentlich die Verwaltung für sich selbst jetzt nun auch irgendwelche Change-Prozesse in Gang setzt, genau, die Affinität zu Open Data überhaupt mal erhöhen. Genau, also Change Management ist ein gutes Stichwort, auch innerhalb unserer Verwaltung müssen wir natürlich Geschäftsprozesse auch optimieren und Open Data ist auch ein Digitalisierungsprozess und wir werden auch in der Verwaltung ein Prozessmanagement-Leitfaden auch freigeben für die Führungskräfte, für die Open Data Beauftragten, wie sie mit diesem Veröffentlichungsprozess oder wenn dieser Data Hub auch entwickelt wurde, wie sie die Fachverfahren noch anbinden. Und die Urban Data Partnership ist genau eigentlich auch das richtige Stichwort, auch um die Bürgerinnen und Bürger hier einzubinden. Also moderierte Workshops, Anwendungsfälle, die wir auch beim Data, bei der technischen Ausarbeitung der Studie auch eingebunden haben, haben wir auch vor, in diesen Data Value Cases auch zu integrieren und auch natürlich durch
durchzuspielen, durchzuexerzieren, wie diese Zusammenarbeit zwischen Politik, also zwischen der Verwaltung und Politik und Privatwirtschaft und natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten ist. Natürlich ist ja auch eine Vision, dass auch Serviceportal Berlin auch angeschlossen wird, verschiedene Bürgerdienste dann auch, auch zu der Digitalisierungsstrategie des Landes Berlin gehören, dass wir viele Bürgerdienste, die wir bereits schon digitalisiert haben, auch noch integrieren, die Führungszeugnis beantragen oder auch Personalausweis oder ein Pass ist ja bereits schon online möglich und das Ganze soll natürlich optimiert werden. Da steht noch das Stichwort Kultur, Mindset, Wandel. Spielt das eine Rolle? Stellt sich das alleine ein, weil ein Generationswechsel von ganz alleine eintritt? Ja, also Mindset, das ist schon wichtig, also weg von dieser Aktengeheimnis hin zu mehr Offenheit ist ja unser Motto gewesen, auch für Open Data und da sind wir schon ein paar Schritte weiter, auch die letzten 2 bis 3 Jahre mit dem Open Data Lunches oder dem Berlin Open Data Day und auch mit der Open Data Informationsstelle, die auch bei der Technologiestiftung angesiedelt ist, sind wir auch dabei in der Verwaltung auch die Ängste zu nehmen bei diesem Thema. Und wir haben ja auch eine Rechtsverordnung, also es ist ja auch im Gesetz, im E-Government-Gesetz festgeschrieben, dass die Daten veröffentlicht werden sollen. Und da ist es unsere Aufgabe, Open Data Berlin diesen Prozess Mindset auch mit zu moderieren. So, hier scheinen jetzt gerade keine weiteren Fragen direkt zu dem Data Hub und zur Open Data Strategie zu kommen. Ja, doch, hier ist nochmal die Frage, ob es Vernetzung mit anderen Städten gibt. Darf ich da nochmal fragen, wer gemeint ist? Ist da Frau Özdemir gemeint oder sind da die Gebäudeleute gemeint? Bin wahrscheinlich ich als Politikverwaltung gemeint. Sie beantworten es einfach mal. Genau, also mit der Urban Data Partnership, wo wir jetzt Mitglied sind, der Fraunhofer Morgenstadt-Initiative, holen wir uns genau diese Expertise. Die haben das auch in verschiedenen anderen Städten auch gemacht. Hamburg ist uns ja schon weit voraus mit dem Digital Twin, auch mit dem Transparenzportal. Auch mit München hat Fraunhofer Morgenstadt viele Digitalisierungsprojekte umgesetzt und diesen Know-how holen wir uns über die Fraunhofer Morgenstadt. Und wenn wir dann natürlich auf dem Level dieser anderen Städte sind, ist natürlich auch die Vision, dass man sich auch komplett deutschlandweit auch vernetzt. Und was so ein bisschen auch in Richtung Vernetzung geht, Überführung der Daten ist eigentlich die Anbindung unseres Open Data Portals Berlin an das große Data Portal von Deutschland. Also alle unsere Daten, die wir in Berlin auf dem Open Data Portal haben, werden auch automatisch in dieser Gesamtdaten Open Data Plattform, deutschlandweiten Open Data Plattform auch veröffentlicht. Und natürlich werden wir auch versuchen, beim Data Hub zu gucken, dass wir diesen offenen Teil, der wie Open Data Portal im Katalogbereich ist, den auch zu verknüpfen mit der deutschen Version, Deutschlands Version. Super, vielen Dank. Dann haben wir jetzt gelernt, wie das Open Data Thema in Berlin überhaupt mal funktioniert, backstage. Wir haben gelernt, warum für intelligente Quartiere Daten nötig sind und genug Reklame bei Ihnen gemacht wurde, wo Sie das nachlesen können. Sind denn nun, bevor wir uns in den weiteren Nachmittag verabschieden, noch Wortbeiträge, Textbeiträge, die jemand dringend machen möchte? Nein, hier läuft jetzt mehrfach Dankeschön ein. Weitere Beiträge sind nicht gekommen. Dann würde ich das Meeting jetzt auch beenden. Und ich danke auch nochmal allen Beitragenden. Also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den anderen auch. Dann verabschiede ich mich. Eine förmliche Schlussfolie zum Scheren habe ich nicht vorbereitet. Dann enden wir jetzt also hier. Und es macht jetzt auch immer Ping. Der Raum leert sich langsam und ich wünsche einen produktiven Nachmittag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Wiedersehen.